Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever hier bei Kante Zockt. So, wir sind hier bei unserer Viehproduktionsstätte. Ich hätte es leider gerne miterlebt, dass sie sich ausgebaut hat. Leider habe ich das verpasst. Wir sind bei einer Obergrenze von 200 schon angekommen. Haben derzeit 51 Viecher im Waggon. Das ist schon mittlerweile... Oh, hier kann man mal mitfahren. Ich habe jetzt weit gepflanzt. Da möchte ich kurz mal mit durchfahren. Gucken, ob wir da mit unserer Lok überhaupt heile durchkommen. Ah, so. Wir haben in der letzten Folge uns extremst mit dem Brot beschäftigt. Wir haben dabei bemerkt, dass doch einiges an Fahrgäste auf uns warten und gerne von uns befördert werden möchten. Das werden wir natürlich nochmal nachholen. Oh, das geht aber mit den Bäumen. Hätte ich mir schon mal vorgestellt. Obwohl hier... Oh, der Ast... Oh, Batsch! Ins Gesicht. Gut, angeguckt haben wir uns das jetzt. Finanzen haben wir auch ein bisschen zur Verfügung. Das heißt, wir könnten jetzt durchaus... Auch noch so ein kleiner Zug. Aber ich, wie viele Züge habe ich da denn jetzt drauf? Ich habe doch im letzten Mal. Jetzt habe ich hier noch Linie 1. Ach, stimmt. Jetzt weiß ich wieder warum. Die wollte ich noch fertig machen. Ich hatte nämlich schon angefangen zu bauen und hatte gar nicht den Aufnahmeknopf gedrückt. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Was ist los, Helge? Was? Alles gut. Du wolltest nur lästern. Gib's zu, Mann. Ah. Oh, Blumenstraße. Ich habe eine Blumenstraße. Ich, ja. Toll, ne? Mach doch nicht sowas. Doch, mach ich. So, Linie zuweisen, Linie 1, habe ich immer noch nicht gemacht. Linie 1. Brot. Brot für die Welt. Ja, so ähnlich. Traino. Gut. Wieder eine weitere Linie. Kurz mal ein bisschen Gas geben und dann bitte lasse ich einen umdrehen. Gut. So, jetzt fordern wir natürlich noch mehr ab und hoffen, dass die Produktion hier explosionsartig explodiert. Aber 2 Euro die Wallbits krass, oder? Lass mich! Chopp, chopp! Gegenzug. Der hat bestimmt den anderen sogar überholt. Oh, ist hier jetzt schon einer durch und wartet? Nein. Der wartet wahrscheinlich in Makarestadt. Ne, da ist er. 108 waren ja auch wieder voll. So, drehen wir um. Hier, zack ins Depot. Hätte ich schon viel früher machen wollen. Naja, egal. Dann kann er nicht alles haben, ne? So ist es vor. So. Ein Triebwagen. Ja, ich guck gleich mal. Ja, wir haben auch, wir sind immer noch im Live-Let's Play. Es ist jetzt mittlerweile Samstagmorgen 0:08 Uhr. Oh, hier wird schon wieder umgebaut, das Gebäude. Okay, jetzt nehmen wir hier trotzdem. Die sind zu langsam. Wir brauchen neue Fahrzeuge. Wir haben jetzt 18 Millionen zur Verfügung. So, was soll ich nehmen? Personenzug, ein Triebwagen. Oh, mal gucken, was haben wir als Triebwagen? Den Pioneer.
schaffen nur 52 Leute. Kostet 800.000 im Jahr. Und ich hänge mit Sicherheit nicht fünf rote Pfeile aneinander. Die bringen nun bei Weitem wirklich nichts mehr. Das tut mir leid. Wir können aber gucken, ob wir einen von den neuen Loks 160, 145, 160, 90. Okay, dann gucken wir jetzt mal bei den Wagen. Zwei Passagierwagen. Schafft davon irgendeiner? 180 wäre natürlich eine Maßnahme. 150. 150 schaffen wir aber auch nicht auf der kurzen Strecke. 120, haben wir nicht irgendeinen? Doch, der hier. 120, 20 Leute, das ist doch gut. Das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch, können wir mal eine elektrische nehmen, 113. 113 als Höchstgeschwindigkeit, was ist da denn? 113, da haben sie aber gemessen, Junge, da haben sie aber gemessen. Ich habe nur eine Diesel-Lok. Naja, kommt ja bald alles. Genauso 97. Ist genauso ein Kracher. 851 hat natürlich ordentlich PS. Ich würde sagen, wir rüsten weiter um auf die Flying Scotsman. Die ist einfach vom Dings her. Ich habe keine schnellen Gleise, richtig. Ja, auch wenn jetzt wieder einige sagen, na, was macht der denn da? Der Idiot, Mann. Und dann werden wir die BC4 dazu nehmen. Das ist einfach im Moment am einfachsten. 140. Was haben wir überhaupt für Bahnhöfe? Habe ich nicht. Ich habe doch, glaube ich, die maximale Länge genommen an Bahnhöfen. Müsste eigentlich so sein. 320. 320 ist. Oh, falsches zugemacht. Meter. Das heißt, wir können locker auf 200 Passagiere hochgehen. Und sobald wir wieder Kohlen haben, machen wir den nächsten. Personenzug Kante verlassen. Stadt. Muss ich auch noch umbenennen. Hoffentlich schafft er das überhaupt. So viele Waggons. So, jetzt dürft ihr euch eine Farbe aussuchen. Hi, Pali. Ja, richtig. Die können maximal 120 fahren. Mehr ist auch im Moment nicht unbedingt drin, ne? Ich höre doch hier was. Da ist auch was. Hauptsache, der hat erstmal schön den Steinzug ausgebremst hier. Jetzt muss der volle Steinzug wieder in Gang kommen. Ja, Pesch. Er steckt Beige, ne? Beige Stadt oder wie war das, ne? So. Das muss der von hier oben erstmal runter tockern. Jetzt drin 128. Es gibt natürlich noch mal richtig Kohlen, ne? Und? Kohlen. Weiß. Meint der, sieht weiß was aus? Ich glaube, weiß sieht hässlich aus. Beige. Rosa. Oh mein Gott. Hellgrün. Ganz helles Grün. Weiß lassen. Okay, lassen wir ihn weiß.
Waggons sind gar nicht miteinander verbunden. Aber das Logo ist schön fett drauf. Yay, Mann. Das ist doch mal ein Personenzug. Nee, nicht rosa lassen. Ich wollte echt den rosa Zug haben? Nein. Ich mach das. Für euch, Pink Panther. Ah, die Strecke bergauf schafft er trotzdem nicht schneller. Auch wenn er 120 fahren kann. Da kommt der Güterzug. Der schmeißt richtig Geld dabei. Voll die Geldproduktionsmaschine. Ich habe auch mal in meiner unendlichen Weisheit ausprobiert. Nein, es reicht nicht. Wie ihr seht, wir kommen da oben nicht dran. Wir müssen quasi hier anbauen, damit das grau leuchtet. Hier geht es nicht. Also ich müsste das Holz erst mit LKWs dann hier runterkutschen. Dann müsste ich das von den LKWs her hierher mit dem Schiff. Und von hier aus würden wir dann wahrscheinlich mit dem Zug weiterfahren. Dann hier hinten hin und dann würden wir wieder zurückfahren. Das quasi hier wieder überladen. Wäre aber im Grunde genommen Quatsch. Dann könnten wir das auch direkt hinliefern. Direkt hinfahren und dann die Baumaterialien, die Maschinen und Co. dann halt extra abholen. So, also mal gucken, was unser Pinky Panther macht. Ja, das ist er auch schon. Und er lädt gerade auf. Ich sehe nur die Dollarzeichen. Kring, 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 kring. Katastrophale News. Neue Erfindung bei Kantelwaggons hängen an Siemens Lufthaken. Oh, sieht das Ding hässlich aus. Aber passt sehr gut hier zur Industriewand. Aber ist das schön geworden, muss ich sagen. Also so von der Länge her sieht das sehr gut aus. Guten Tag, Mui Hui, schön, dass du dabei warst. Zug 2 hat seine Lebensdauer erreicht. Habe ich das auch eingestellt bei denen? Nein. 100%. Was hat er noch? Ja, hat noch ein bisschen was drin. Wie sieht das hier jetzt aus? Produktion bleibt immer noch darunter. Ja, verstehe ich noch nicht so ganz. Obwohl ich hier abfordere und abfordere, aber die Produktion läuft nicht weiter hoch. Das heißt im Grunde genommen, ich müsste ich noch einen dritten Zug wahrscheinlich dazu manchen. Ich kann da mal gucken, was kostet. Brotumschlag. Macht plus. Ist also nicht verkehrt. Personenzüge, Baumaschinen machen auch plus. Die anderen Personenzüge machen gerade etwas minus. Okay.
vor. 36. Könnten die Linienfahrzeuge mal in Cantobolis ersetzen. Fahrzeugersatz. Fahrzeuge wählen. Welche haben wir derzeit? Ich glaube, die Max haben wir hier noch fahren mit 25 km/h. Das heißt, so ein Saurer will natürlich mal einen Angriff auf jeden Fall. Machen wir ja. Mal gucken, wer ihn ersetzt. Die wären natürlich weitaus schneller am Bahnhof. Ja, werden ersetzt. Einmal, zweimal, dreimal. Gut. Das hätten wir schon mal. Können wir einen Teil auch nochmal machen. Auch die saure Tische. Weck, weck. Alter, aber hier. Ist auch wieder voll. Puh, heftig. Eigentlich müsste von oben auch noch mal wieder Zug runterkommen, ne? Also hier so, ja. Ach, der wartet gerade, okay. Der hat mal in Makakenstadt aufgeräumt, hat mal 200 Leute aus Makakenstadt mitgenommen. Ist der hübsch. Ist der hübsch. Und schafft auch gut Geschwindigkeit. Also ist nicht so, dass wir das so zu langsam ist. Braucht natürlich seine Zeit dazu. Aber ich finde, das ist durchaus eine Alternative zu den anderen Loks. So, das dann war das. Aus wie ein Schluckauf, ey. Hüx! Ja, alle Altquellen. Schweinezug, wa? Für alle Altquellen. Das ist so auf einmal. Ja, wenn du keine Auto. So. Ja, doch, mach hier. Ruhig. Und 680.000 ein paar ausgestiegen. Oh, 120 ausgestiegen, 130 ausgestiegen. Fast wieder voll, nicht schlecht. Das heißt, die Stadt wird sich jetzt auch noch weiter ausbauen. Genau, den hier wollen wir noch machen. Das werden wir jetzt machen. Das machen wir. Das ist eine tolle Idee. Zimmert. Steigung zu groß. Da müssen wir erst rangehen. Komm, dann nochmal drüber. Doch, komm. Komm schon. Steigung zu groß, ey. Pause. Ziehen wir die Straße da wieder drüber. Aber fast original. Genau, Kante. So.
Ja, das weiß ich noch nicht. Also mit Folgennamen bin ich eigentlich immer ganz gut dabei. Wir gucken mal. Können auch gerne mitentscheiden. Wollen wir den Schweinezug nennen oder? Nein, jetzt geht das schon wieder nicht. Ne? Könnte man zwar auch denken, dass die Bahnschranken für den Zug gelten, aber. Hoppala. Falscher Typ. Auf Straßen, auf Schienen bauen ist nicht ganz so einfach. Fold Boy. Kommt mit in der Nacht rein und sagt, geil, Kante, Alter. Transportfieber. Bau nicht möglich. Warum ist der Bau jetzt nicht möglich? Reden wir doch mal einer. Krümmung zu groß, kann ich gut verstehen. Aber den Rest hier kann ich gerade gar nicht verstehen. Ich müsste ja natürlich einmal voll quer durch. 1,36 Millionen würde mich das kosten, es wegzureißen. Ups. Das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Oh, vielleicht kann ich da noch mal eine Straße wieder rüber bauen. Ja, wüsste. Warum nicht gleich so? Dass man immer erst gewaltsam das machen muss. Mann, 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 Mann. Ups. Helge verklickt oder was? Ich? Ja? Wieso? Die Steine-Spiele sind wieder verfügbar. Oh, so. Ja. Bin ich auch mit dabei. Hab fast gedacht. Ah, die Folge machen wir sonst. Ja, klar, ich guck hier zu. Das würde ich nicht machen. Kann ich dir absolut nicht empfehlen. Kannst du nichts bei lernen. Ich spiele zu viel Abrissbirne. Ja, kein Wunder, das stimmt. Ui, das wird ja eine spannende Strecke.
Fantastische News. Den Bürgern von Markhagenstadt wird von Unternehmern Kante die Häuser zerstört. Und reihenweise Beschwerden eingereicht, die den Rücktritt von Kante fordern. Das könnt ihr knicken, meine Freunde. Überlegt euch mal, wo ihr wohnlich wärt. War Spaß. Das müssen ja einmal eben die Bausteine abgeholt werden. So. Boah, sauber, Alter. Zug voll bis auf eine Stänge, die war das geil. Halt, Pause. Das brauchen wir hier natürlich aufrüsten. Länge geht nicht länger. Machen wir aber zwei. Was? Ist nicht euer Ernst. Einer geht, zwei gehen nicht. Das ist ja wohl ein Spaß hier, ey. Hab wohl getroffen. Was? Den Spaß muss sein. Das Glück von ganz allein. Jetzt kann ich hier gar nicht mehr anbauen, oder? Ihr wollt mich doch. So. Ja, bist du nicht willig? Brauche ich Mutti? So brauche ich Kante. Ach komm, bauen wir gleich ganz aus hier. Ja, das wird ja spannend. Steigung zu groß. Surprise, surprise. Immer noch Steigung zu groß. Nur geilert. Puh. So, das heißt jetzt im Grunde genommen, brauche ich jetzt einen Zug, kann ja auch ruhig elektrisch sein. Schafft noch 75 der Krokodil. Die BRE schafft 90. Kostet aber auch 1,2 Millionen im Jahr. Aber da wir hier sehr viel, zumindest hier mit bergauf zu kämpfen haben, die mit 100 wäre natürlich auch ganz gut. Die reißt ja leider nicht so viel vom Teller. Da würde ja sogar so eine schwarze erstmal reichen zum Ansetzen der Linie. Zack. Was brauchen wir? Güter? Alko? Ich habe noch keine Alko. Wir sind noch 1942. Dann gibt es noch keine Alko. Jetzt brauche ich dafür erstmal einen Rungenwagen. Der Rungenwagen braucht natürlich keine 120 km/h, sondern da reichen die 80. Oh, die kosten ja noch nicht mal so viel. 4, 5, 6. Und zum Testen nehmen wir nochmal die geschlossenen Güterwagen dazu. Sehr gut. Und damit sind wir auch schon wieder bei einer halben Stunde. Ey. Wahnsinn. Neue Linie.
Bauma. Marker. Helm. Von hier. Einmal. Einmal hier abliefern. Und weiter vorn. Noch hier. Und leer wieder zurück. So, Play. Ich werde gefragt, ob du nicht über bestimmten Abozahlen im Dialekt schnacken wolltest. Ja, es war irgendwann mal so gedacht. Ja, das sollte ich mal irgendwann mal machen. Mal diese Logs gucken. Die Eiko mit 80 km/h. Stimmt. Kostet die dann 182? Wo denn? Machen wir das nochmal fix. Kurz, ne? Ja, machen wir nochmal schnell. Und zwar. Aha, das brauchen wir nicht. Wenn man eine Diesel-Lok war, das war auch mal schön. Wird gehupt wie ein Auto. Hamburger Dialekt wird doch ein. Genau. Stimmt, bei 1111, aber die haben wir irgendwie gewaltig übersprungen. Die sieht ja geil aus. Stylisches Design. Nur noch mal ordentlich zu. Ach, genau. Genau neben Strommast geparkt. Kante Zock, Transport und Logistik. Yay! So, da sind auch schon Bauklötzchen zur Verfügung, sogar schon für Marker und Helm. Jetzt könnte man natürlich. Ja, das ist schon durch, schade. Ach komm, umdrehen bitte. Ab ins Depot. Da wollen wir jetzt ein bisschen mehr Kapazität und auch ein bisschen mehr Schwung reinbringen in das Ganze. Könnte durchaus teuer werden. Und damit sind wir auch wieder im miesen Bereich, aber das macht nichts. So, 120 habe ich ja gesagt, weil es ja nun wirklich Strecke ist. Würde ich ganz gerne die. Was hier grün machen, steht ja gerade, lese ich. Ja, mache ich gleich. Machen wir gleich grün. So, und lange geht. Marcel, lange geht offline. Ja, Marcel, schöne Nacht. Schön, dass du da warst. Picardo wollten wir nicht. Wenn dann wieder die Flying, ne? Die Akku soll ja grün sein, ja. Ja, die Alko machen wir gleich. Das bringt ja nichts, wenn ich nur eine davon so mache, ne? Ach Mist. Und kaufen wir halt wieder dieselben Güterwaggons, wie wir eben hatten. Scheiße. Entschuldigung. Ohne Knete keine Fete. Ohne Knete keine Fete. Lass ich zuschauen, ne? Was denn? Immer noch 30 Zuschauer. 31. Ja. Steinbaum mal, genau. So, die 30. Wollten wir grün machen. Das ist doch grün.
Also wenn Makakenstadt eine tolle Stadt ist, dann baut sie sich selbst wieder neben dem Bahnhof auf. So. Jetzt habe ich ihr das aber gezeigt, ne? So, ich helfe denen sogar noch ein bisschen. Hier können wir auch mal neue Busse nehmen. Kriege ich sowieso gleich wieder einen Kopf geschmissen. Was ich denn hier mache, ey. Gelder verprassen, macht der Kante, ne? Wo ist überhaupt unser Tussi-Train hier? Ach ne, Pink Panther-Zug. Ist der hier? Ne. Hier könnte der sein. Ne. Dann müsste er schon wieder auf dem Weg nach Makakenstadt sein. Da ist er. Da ist er, Hübsche. Der ist ja hübsch. Hast du ihn überhaupt schon gesehen, Helge? Hm? Den Tussi Train, ja. Ah, der Pink Panther Train. Okay. Gut, was macht unsere Vieh-Organisation? Läuft sich zurecht. Oh, 64 jetzt schon. Das ist doch schon gut. Wir sind über 100. Das ist sehr, sehr gut. Fordern ja auch ordentlich ab. Wird schon alles werden. Nee, habe ich nicht mich drin verliebt in den Pink Panther Zug. So. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt wieder bei fast 40 Minuten angelangt. Transportieren das hier so schnell weg. Ich meine, das ist ja gut, aber krass. So, jetzt will ich auch noch mal gucken, wie sieht das hier aus? Baumarkante. Ist natürlich lange unterwegs und langsam. Weißt du aber jetzt nicht, dass wenn die jetzt Brot produzieren, müsste das im Grunde genommen von da aus auch den Weg über den Abzweiger machen. Könnte klappen. Aber wir verabschieden uns jetzt mit diesen Bildern. Ich hoffe, ihr könnt danach noch gut schlafen. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Ja, vergesst das Däumchen nicht und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge am Sonntag wieder. Bis dann, euer Kante. Tschüss. Ciao, ciao.